Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon im Titel gesehen habt, geht es heute mal um die Semideponentien. Ich habe mich ja bereits schon in den letzten Tagen mal mit den Deponentien beschäftigt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, würde ich das auf jeden Fall davor mal angucken, denn dieses Video basiert so ein bisschen auf dem anderen Video. Das heißt, wenn ihr die Themen von den Deponentien noch nicht ganz verstanden habt, werdet ihr die Semideponentien wahrscheinlich auch nicht verstehen. Aber kommen wir erstmal zu dem Thema, was sind denn überhaupt Semideponentien? Denn Semideponentien sind Verben, also hier haben wir auch mal genauso wie Deponentien, haben wir eine Verbform bzw. eine Verbart, die im Präsens stammen, nur Aktivformen oder nur Passivformen besitzt. Hier ist nicht so wie bei den Deponentien, dass es nur Passivformen geben kann, also dass man beim Konjugieren immer nur passiv konjugieren kann, sondern hier kann es ebenfalls nur aktiv oder nur passiv sein. Und im Perfektstamm können dann eben die Semideponentien auch nur Aktivformen oder Passivformen besitzen. Diese Semideponentien werden daher auch immer entweder passiv oder aktivisch übersetzt. Das heißt, hier hat man auch nicht die Wahl zwischen entweder aktiv oder passiv, sondern ist von Anfang an vorgegeben und man muss es direkt so übersetzen. Das heißt, das Fazit, es gibt Semideponentien, die mit einem aktivischen oder mit einem passivischen Präsensstamm bzw. Perfektstamm konjugiert werden und ebenfalls dann auch so übersetzt werden. Kommen wir jetzt mal zu ein paar Beispielen, damit ihr euch auch vorstellen könnt, was ich meine. Hier haben wir einmal einen aktivischen Präsensstamm, nämlich die Fidere. Das bedeutet Misstrauen und hier haben wir den Präsens, die Findo und den Perfekt Diffusus-Sum. Kommen wir zum passivischen Präsensstamm. Hier haben wir einmal Reverti. Hier sehen wir auch schon, Reverti ist direkt auch schon kein Präsens, sondern es ist direkt passiv. Heißt zurückkehren und Präsens ist ansonsten Revertor und Perfekt Reverti. Da sieht man auch relativ einfach, das Ganze ist entweder Präsens oder Perfekt und beides muss man dann eben so immer konjugieren und muss es dann natürlich auch so übersetzen. So, falls ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.